Hallo und Servus YouTube. Herzlich willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Heute haben wir mal ein paar Drehschemel-Anhänger dabei. Und zuerst gehen wir gleich in den Shop, um die euch zu zeigen. Sind unter Kipper standardmäßig wieder von Modscheune, von ihnen gemacht. Einen Fliegel DK180 kostet 21.000 Euro. Kapazität sind 20 Tonnen, also 20.000 Liter und benötigte Leistung 90 PS. Genau wie beim Hilken. Wir können alle Fruchtsorten laden, soweit ich weiß. Häckselgut, Kartoffeln, Zuckerrüben, Silage und Hackschnitzel. 10 Euro kostet der Fliegel am Tag, 7 Euro der Hilken. Und das hier ist eben der Hilken 18.000 ZK. Und die Zahl täuscht aber, kostet 17.000, die Zahl täuscht, denn es sind nicht 18.000 Liter, sondern die Kapazität beträgt hier 21.000 Liter. Also eine Tonne geht mehr rein. Vom Optischen sind sie, glaube ich, genau gleich groß. Und was mich also fasziniert hat, wir sehen sie hier schon, das ist dieses typische Fliegelgrün. Ein richtig großer Betrieb in der Nähe von uns, der hat eben auch, also glaube ich, über 10 solche Fliegelanhänger. Und also dieses Grüne, die sehen halt wirklich geil aus. Und ich schätze mal, aufgrund dieser Warnung ist der Modder aus Tschechien. Scheint so. Wir haben hier ein schönes Fliegellogo, wir haben sehr schöne Dinge, wir haben hier unten hinten das Kennzeichen von der Modscheune. Und die Plane, die natürlich abnehmbar ist und eben auch Lichter verbaut. Das gleiche hier beim Hilken. Ansonsten sehr einfach gemachter Drehschimmel. Aber trotzdem top. Sehr schöne Reifen. Schönes Logo. Kann man nicht meckern. Also für jeden Standardgebrauch zu verwenden. Ja, und jetzt fahren wir mal rückwärts und hängen die beiden mal an. Sind übrigens beide schon voll, wir können jetzt hier mal durchschalten. Und übrigens mit N könnt ihr hier die Plane wegklappen und aufklappen. Wir haben hier schon voll gemacht. So voll wird ungefähr der Anhänger, wenn er entleert wird. Und hier der Hilken ist auf der anderen Seite. Da finde ich die Plane jetzt nicht ganz so schön. Seht ihr? Das soll wahrscheinlich so ein bisschen so Verwerfungen andeuten, sieht aber nicht so bombastisch aus. Aber trotzdem, also. Man kann es ja getrennt verwenden. Ich würde zum Beispiel nur die zwei Fliegel verwenden hintereinander. Und die Hilken sind jetzt nicht so meine Farbe. Aber es sind sehr gute Drehschemel. Sehr, ja, normale, aber finde ich gut. Dann haben wir hier eben das Licht. Und die Blinker sind jetzt eine Besonderheit. Denn wir sehen, beim Hilken leuchtet halt hinten der Warnblinker eben. Oder blinkt. Und hier vorne beim Fliegel haben wir die komplette Seite, die also blinkt. Also das ist natürlich richtig geil, weil. Wenn wir mal schlechte Sicht haben oder so weiter, ist das richtig von Vorteil. Sieht auch bombastisch aus, also da kann man nicht meckern, sieht echt geil aus. Ja, und das war's eigentlich schon wieder. Also ich kann die nur empfehlen, sind für jeden Abtransport oder für jede Dresch, ja, für jedes Dreschen sinnvoll und haben ihre Berechtigungsgrundlage. Wie gesagt, den Fliegel finde ich halt besonders schön und würde dann auch gerne mal mit denen rumdüsen. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Das war's wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Servus.